Hallo Kackbratzen. Liebes Tagebuch, wir leben in einer Zeit, in der Videospiele nie schöner waren. Aber warum fühlen sich die neuen Spiele, auch wenn sie mit einer Auflösung von 1280p daherkommen, nicht mehr so an wie früher? Es ist immer der gleiche Müll. Hat man die Spiele etwa an die junge Generation angepasst, die alle 3 Millisekunden einen Hook brauchen, um nicht die Aufmerksamkeit zu verlieren? Oder gibt es da einen anderen Grund? Sind die Spiele gleich geblieben und es hat sich nur in mir selbst etwas verändert? Bin ich etwa alt geworden? Wer an Hideo Kojima denkt, dem fallen vermutlich zuallererst die Metal Gear Spiele ein, der Laufsimulator Death Stranding und vielleicht noch die Demo zu PT. Allerdings war der gute Herr bereits in den 80er Jahren unterwegs und entwickelte das Cyberpunk-Grafik-Adventure namens Snatcher, das mit seinem Style so unheimlich an den Klassiker Blade Runner erinnert. Heute geht es aber um ein anderes Juwel aus der Feder Hideo Kojima, das zunächst 1994 für den PC, 1995 für das 3DO und dann 1996 endlich auch für PS1 und Sega Saturn veröffentlicht wurde. Das einzigartige Polysnot. Man darf allerdings auch hier kein spannendes Actionspiel wie etwa ein Metal Gear erwarten. Vielmehr handelt es sich um einen interaktiven Anime. Es gibt zwar einige Rätsel, aber insgesamt sind es nicht so viele, als dass man hier von einem vollwertigen Point-and-Click-Adventure sprechen könnte. Man muss auch schon einen ganz speziellen Geschmack haben, damit einem ein Spiel dieser Art gefallen kann. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Da Polysnots das ferne Japan auch nie offiziell verlassen hat, gibt es somit auch keine lokalisierte Version des Spiels. Eine Ausnahme macht hier die PS1-Version. Denn dank einer Fan-Übersetzung mit viel Liebe zum Detail, kann man diese Perle wenigstens in Englisch spielen. Insgesamt sind auch die Versionen der PS1 und der Sega Saturn vorzuziehen, denn hier gibt es wunderhübsche Filmsequenzen zu sehen, während die 3DO- und PC-Versionen doch sehr rudimentär daherkommen. Was die Steuerung betrifft, sollte man allerdings wiederum die Sega Saturn-Version vorziehen. Im Spiel wird man des Öfteren seine Waffe zücken müssen, um die Luft mit Blei zu erfüllen. Auf der PS1 ist das mit dem Controller nicht ganz so schön. Zum Glück wird zumindest die PS1-Maus unterstützt. Aber wer die Sega Saturn-Version sein eigen nennt, darf für Polysnot sogar seine verstaubte Lightgun aus der Schublade holen und wie ein wahrer Pistolero diese einzigartige Perle zocken. Die Geschichte von Polysnots spielt aus heutiger Sicht in der Vergangenheitszukunft. Genauer gesagt beginnt die Story im Jahr 2013. Erstaunlich, wie man sich damals die nicht allzu ferne Zukunft vorstellte. Es gibt weder Cyber, noch haben wir keinen wirklichen Punk mehr. Und was haben wir stattdessen bekommen? Ich bin Feder. Ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs. Und in dem bin ich momentan 4 Monate alt. Irgendwann sind wir in der Vergangenheit wohl bei Albuquerque falsch abgebogen. Aber lassen wir das. Die Geschichte spielt also in der Zukunft, in der der Mensch den Weltraum vollständig erobert hat. Wir treffen hier auf den Held Jonathan Ingram, der ausgewählt wurde, um einen der elitären Jobs als Weltraumanzeigenhauptmeister anzunehmen. Deshalb auch der Name des Spiels. Polysnots steht kurz für Polizeiastronaut, nur falls wer fragen sollte. Leider kommt es zu einem kleineren Arbeitsunfall. Während des Tests eines neuen Raumanzugs wird unser Held ins All geschleudert. Aber anstatt sofort ins Gras zu beißen, frierte ihn das kryogene Überlebenssystem des Anzugs ein und er flog über ein Vierteljahrhundert wie Dornröschen durchs All. Zum Glück hat man die arme Sau allerdings wie durch ein Wunder gefunden, aufgetaut und sein Gefrierbrand behandelt und ihn zurück zur Erde gebracht, die sich diesmal in der echten Zukunft befindet und sich radikal geändert hat. Um sich nun über Wasser zu halten, verdient er sich nun sein Geld als eine Art Privatdetektiv in seiner früheren Heimatstadt Los Angeles. Dozo! Kani wa kakatte inai! Wie der Teufel es will, erhält er Besuch von seiner Ex-Frau Lauren, die ihn bittet, ihren vermissten Ehemann zu finden. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um unseren Jonathan. Die letzten gut 30 Jahre sind nicht spurlos an seiner Ex vorbeigegangen, denn erstens ist sie offensichtlich während all dieser Zeit gealtert und zweitens hat sie sich schon lange einen neuen Stecher geholt, nachdem man angenommen hatte, dass unser Held im unendlichen Weltall verloren ging. Lauren und Kenzo, so der Name des vermissten Ehemanns, lebten mit ihrer Tochter in der Weltraumkolonie Beyond. Kenzo arbeitete für ein großes Industrieunternehmen namens Tokugawa-Gruppe, das vor allem für die Herstellung von Arzneimitteln bekannt ist. Dieses mächtige Unternehmen wurde zufällig von einem Ex-Polysnaut gegründet. Lorraine, Soktowa dekinai ga. Als Jonathan noch darüber nachdachte, ob er nun den Fall übernehmen soll, wird seine Ex-Frau vor seinem Büro durch eine Bombenexplosion getötet. Das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen und möchte nun den Fall auf eigene Faust lösen.
Zum Glück trifft er schnell auf einen Ex-Kollegen, der sich inzwischen zum Chefdetektiv von Beyond hochgearbeitet hat. Die beiden alten Hasen schließen sich zusammen und es kommt zwischen den beiden dasselbe guter Cop, schlechter Cop-Feeling auf, das wir schon aus Filmen wie etwa Lethal Weapon kennen. We're not too old for this shit. Yeah. Zusammen beginnen sie nun den Hinweisen zu Kenzos Verschwinden nachzugehen, was schließlich zu einer großen Verschwörung und Korruption mitsamt Drogen- und Organschmuggels führt. Tokugawa. 3週間前にこのビヨンドから姿を消した. Wie gesagt, darf man kein wirklich spannendes und durchdachtes Gameplay erwarten. Der Großteil des Spiels besteht aus Gesprächssequenzen, in denen man Charaktere zu verschiedenen Dingen befragen oder mit Objekten interagieren kann. Die reguläre Detektivarbeit eben. Hideo Kojima hat bei der Entwicklung großen Wert auf wissenschaftliche Terminologie gesetzt und versucht mit einer hochtechnischen Sprache die Welt der Zukunft, also deren Geräte und medizinischen Verfahren, möglichst plausibel zu erklären. Die Zukunftsvision der Geschichte ist kreativ, aber auch nüchtern und glaubwürdig. Ihre Innovationen sind eher weitere Entwicklungen aktueller Systeme und Produkte als Erfindungen. Das wirkt sich auch auf die Sprechweise der Charaktere aus, die auch so versuchen, die Welt um sie herum mit Hilfe der Wissenschaft zu verstehen, was dem Ganzen eine Dimension von Realismus und Tiefe verleiht. Versucht man allerdings, das Spiel im Original zu spielen, stößt man da vermutlich ganz schnell an seine Grenzen. Aber Kojimas Besessenheit darüber, was es heißt, im Weltraum zu leben, welche Krankheiten wir entwickeln könnten, wenn wir in der Schwerelosigkeit leben würden, und welche Auswirkungen diese wissenschaftlichen Prophezeiungen dann auf die menschliche Ebene haben könnten, ist absolut beeindruckend. Hi! 今日はどうされましたか? いや、実は初心の方ですね。 Insgesamt gibt es sehr lange Textsequenzen, weshalb es Sinn macht, Police Notes mit Bedacht und viel Geduld anzugehen, da man sonst von der Story nicht mal einen Bruchteil mitbekommen wird. Es ist zwar mühsam, aber anhand der Dialoge erhalten auch die Charaktere wesentlich mehr Tiefe, da wir Einblick in deren Gedanken, Emotionen und Handlungsweisen bekommen, wie in keinem anderen Spiel. Man wird sich also gezwungenermaßen durch viel Text klicken und sehr oft wird man den ein und denselben Dialog ein weiteres Mal über sich ergehen lassen, damit man überhaupt in der Story vorankommt. Police Notes ist definitiv keine schnelle Nummer für eine Nacht. Insgesamt ist die Handlung aber viel geradliniger als bei anderen Kojima-Spielen, was je nach Vorlieben gut oder schlecht sein kann. Wie es sich für ein Adventure gehört, gibt es auch eine Handvoll Rätsel. Es gibt im Spiel vor allem ein ganz besonderes Ding, das eine eher gleichmäßige und präzise Steuerungseingabe erfordert. Sollte man hier scheitern, springt der Partner für einen ein. Ein Großteil der Rätsel wird man allerdings nur lösen können, wenn man das Handbuch zur Hand hat. Sollte das bei seinem Backup nicht der Fall sein, sollte man sich unbedingt einen Guide aus dem Internet bereitlegen, da das Spiel selbst nicht genügend erforderliche Informationen bereitstellt. Davon abgesehen ist Police Notes aber ein relativ unkompliziertes Spiel. Eingebettet in den Text sind vertonte japanische Dialogteile und hin und wieder gibt es Animationen, die ein wenig die Story vorantreiben. Von den fast zwei Handvoll Kapiteln des Spiels sind vor allem die ersten die längsten. Hier findet auch hauptsächlich die Detektivarbeit statt. Gegen Ende mutiert das Spiel mehr zu einem Spielfilm mit sehr vielen animierten Sequenzen und Action-Einlagen. Wenn man wirklich durch das Spiel hetzen möchte, sollte man so circa 10 Stunden einplanen. Allerdings wird man die volle Tiefe nie erfahren. Wer den Anime-Look der 90er Jahre mag, wird sich sofort in den Stil des Spiels verlieben. Gerade die Zwischensequenzen sind sehr gut gemacht, auch wenn man auf der PS1 jetzt nicht wirklich eine hohe Auflösung erwarten darf. Der Übergang von nicht animierten Bildern zu Zwischensequenzen geschieht auch nahtlos, sodass es keinen merkwürdigen Stilbruch gibt wie in anderen Genrevertretern. Insgesamt kann man sich ohnehin nie an den futuristischen Look wie etwa auch in einem Akira nie satt sehen und so ist Police Notes wirklich ein gefundenes Fressen für den Genre-Liebhaber. Was natürlich nicht fehlen darf, sind wohlgeformte Brüste, auf die man sogar klicken darf. Komplettiert wird das Geklicke dann mit einer formschönen Brustwackelanimation. Das passt zum Kontext, da unser Held auch versucht, alles, was zwei Möpse hat, anzubaggern. Da sich das Spiel an ein älteres Publikum richtet, geht das eigentlich schon in Ordnung, aber in Bezug auf die heutige politische Korrektheit mag das vielleicht doch ein wenig merkwürdig erscheinen. Wirklich anstößig wird es aber nie. Absolut erste Sahne ist auch die Musik im Spiel. Der Soundtrack gibt wirklich den passenden Ton für jede Szene an.
Egal ob vom unvergesslichen Hauptthema bis hin zu den sentimentaleren Teilen, ist die Musik ein absoluter Genuss, wenn es da nicht die obligatorischen Saxophoneinlagen gäbe. Sakki itta hoshi no mono ka? So da. Dave o yatta ano otoko no. Hab ich eigentlich schon mal erwähnt, wie sehr ich dieses Folterinstrument hasse? Science-Fiction-Liebhaber werden die Weltraumkulisse auf alle Fälle zu schätzen wissen und das gilt auch für die Story, die die physischen als auch die psychischen Probleme im Weltraum lebender Menschen aufgreift. Das Problem ist nur, dass das Spiel selbst wohl nicht für jedermann ist. Es ist kein Metal Gear. Polysnots ist ein interaktiver Film mit gelegentlichen Arcade-Action-Einlagen und sehr, sehr viel Text, den man lesen muss. Und genau diese langen Textpassagen werden viele abschrecken, vor allem all jene, die nach einem berühmten Metal Gear ebenfalls einen actiongeladenen Titel erwarten. Und das ist das Spiel so ganz überhaupt nicht. Es ist ein klassischer Detektivfilm mit einer großen Portion Cyberpunk. Insgesamt ist Polysnots eine sehr gute Mischung aus Blade Runner, Lethal Weapon und Akira, die in Form eines Proto-Point-and-Click-Adventures daherkommt. Wenn man sich auf diese Prämisse einlässt, wird man sowohl Polysnots als auch den Vorgänger Snatcher mit absoluter Sicherheit lieben. Alle anderen werden wohl genervt nach der ersten Stunde das Handtuch werfen, wobei sich danach das Spiel erst so richtig entfaltet. Aber man muss das Spiel einfach lieben. Nicht nur wegen des Anime-Stils, sondern wegen seiner tiefgründigen Story und den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen und psychologischen Themen. Und natürlich ist die Musik auch einfach großartig. Wer sich von alledem nicht abschrecken lässt, sollte sich in Romhausen nach der übersetzten englischen Fassung der PS1-Version umsehen. Wer jedoch Japanisch sehr gut beherrscht, sollte vielleicht eher auf die Sega Saturn-Version zurückgreifen. Für welche Version man sich auch entscheiden wird, man wird mit dem doch sehr nischigen Spiel eine Menge Spaß haben und in eine dichten Story eintauchen, die einem nicht so schnell wieder loslassen wird. Suishin, wasuremono yo, Tante-san. Mama ni shikarareru wa yo. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.